Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Oceanhorn hier bei Heisenberg zockt. So, unser kleiner Freund hier, der ist auf der Bombeninsel und ich würde sagen, weg von hier, denn das bringt nichts. Ich glaube, wir müssen zurück, da wo der Wald war, weil da hat man noch irgendwie so eine Kiste und die müsste man doch irgendwie mit der Bombe noch wegkriegen. Das ist mir erst nachher eingefallen. Rate mal wo genau, vor Kollege Kaffeemaschine. Ich komme da immer ein bisschen ins Grübeln und so und dann plötzlich, oh Moment, die Kiste. Die eine, die war doch da eigentlich, ja, nicht so eine, die man bewegen kann. Also man kann sie auch bewegen, aber irgendwie eben so eine halbe Holzkiste. Und hinten ging es doch runter, irgendwie in eine Höhle rein. Also das würde mal heißen, wir düsen mal zurück. Sprich, einmal Schiffchen finden. Da ist wieder Spooky. Und wo ist Schiffchen? Irgendwo... Waren wir hier schon? Waren wir hier unten schon? Doch, wir waren hier, glaube ich, überall schon. Ich glaube es zumindest. Eben. Ist das überhaupt die Bombeninsel? Doch, müsste die sein. Ich habe jetzt zwei, drei Tage nicht mehr gespielt. Das heißt, kann sein, so wie jetzt, dass meine Orientierung noch besser ist wie sonst. Nein, ist schon die Bombeninsel. Moment, steht das nicht sogar hier? Ja, ja, Bombeninsel. Hello? Oh, da kommt nochmal so ein Teil. Mach weg, den Käse. Braucht keiner. So, gut. Und wegen den Blutsteinen. Da stand in den Kommentaren, oh Gott, wenn du jetzt sämtliche Inseln nochmal abklappern musst, jetzt wo du weißt, wie das funktioniert, mach das doch im Off. Ja, würde ich sogar glatt machen. Aber ich denke, wir kommen sowieso früher oder später wieder auf jede Insel zurück. Und dann werden wir dort einfach diese Blutsteine suchen. Das heißt, das muss ich eigentlich nicht machen. Gut. Auf geht's. Weltkarte. Nicht säbeln. Nein, sondern Weltkarte aufrufen. Und wir wollen zum Wald, habe ich gesagt. Dramatische Musik. Hier ist der Wald. So, dann gehen wir das mal nochmal in Ruhe an. Würde ich mal vorschlagen. So, Erbsenkanone haben wir griffbereit. Das da hinten ist aber, glaube ich, ein Schiff. Kommt da der andere wieder entgegen? Kann man mit dem nicht irgendwas machen? Also klar, ich könnte auf ihn schießen, aber das möchte ich um Gottes Willen nicht. Ich möchte nicht hier in dieser eigentlich friedlichen Welt noch irgendwie halb Krieg anfangen. Halt, falscher Dienst. Okay, jetzt geht's wieder los mit, genau. Mit Controller schießen, was ich einfach nicht beherrsche. Ich habe das Feingefühl irgendwie nicht. Mit Maus und Tastatur geht es dann doch irgendwie besser. So, wir ballern einfach mal rein. Als gäbe es kein Morgen mehr. Das kann nicht so falsch sein. Die eben auch mitnehmen. Oh, guck mal, ein Herzchen, genau. So, das war alles im Prinzip hier abknallen müssen, weil es eben doch Herzchen Geld gibt. Geld brauchen wir ja auch. Ordentlich haben wir gesehen. Damit können wir Bomben etc. kaufen. So, jetzt hat sich aber, glaube ich, erledigt. Kannst du wieder wegstecken, Kollege? Die Wumme. So, und jetzt mal gucken, wo das war. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich da weitergeht. Das war jetzt so ein Verdacht, den ich eben ja, vor der Kaffeemaschine hatte. Legendärer Gärtner. Okay, hier gibt es ja noch einiges zu tun. Was ist das da oben? Jetzt haben wir da ein Buch bekommen. Okay. Ah, hier ist nochmal eine Flaschenpost. Habe ich die schon gesehen? Ich bin weg, aber nicht fort. Ich muss mich kurz fassen. Finstere Kräfte wollen uns aufhalten. Nimm dich vor dem seltsamen Boot in Acht, Blackhead. Okay, das seltsame Boot, ist das vielleicht das, was immer kreuzt und da mit dem Seemannsdienst irgendwie rumredet? Und daneben, wie kann man denn daneben schießen? Wir werden es rausfinden, denke ich mal. Das hat noch nicht mal gereicht, um den zu killen hier. Oh, Gärtnerarbeit. Wir kommen ohne neue Stufe. Okay, sehr schön. Aufstieg. Start drücken. Du bist ein Abenteurer und kannst ab sofort bis zu 15 Pfeile gleichzeitig tragen. Sehr schön. Ich levele gerne. Ich mag das irgendwie. So, hier ist nichts mehr. Aber eben die Sachen, also was wir hier finden an Zeugs unter den Büschen, müssen wir tatsächlich irgendwie mitnehmen. Weil eben sonst kommt man hier tatsächlich nicht zu Geld etc. So wie es aussieht. Gut. Frage mich eh, wer schmeißt immer dieses Geld in die Büsche? Keine Ahnung. So, einmal mit Speed. Wir sind auf der Suche nach einer gewissen Stelle. Hier waren wir überall schon. Deswegen guck... Ja, ins Wasser. Ah, wie clever. Deswegen, ich gucke jetzt hier nicht mehr allzu genau. Ich möchte zu der Stelle kommen, wo ich eben diese Kiste gesehen habe. Wo ich vermute, dass es da irgendwie weitergeht. Deswegen ein bisschen dieses Gerasche. Weil wir waren hier schon, wie gesagt. Aha, ruheloser Hain. Nicht abhauen. Wir haben doch noch was zu tun, wir zwei. So, oh, ja, dieses blöde Teil da oben. So, erwischt. Sauber. Rück raus, die Sachen. Herrlich, diese Zerstörungswut, die dieser kleine Mann hat. Sagen auch. So, aber eben, logisch, wenn natürlich Geld in jedem Busch ist und auch mal ein Herzchen, dann neigt man natürlich dazu. So, hier rüber. Ich kann mich erinnern, dass wir hier tatsächlich eben schon mal waren. Wir können mehr Pfeile tragen. Haben wir einen Bogen? Wir haben doch gar keinen Bogen, wenn ich da oben gucke. Wo kriegen wir denn den Bogen her?
Das ist irgendwie komisch, dass man ja irgendwie levelt, mehr Pfeile tragen kann, aber der Bogen fehlt. Habe ich da irgendwas übersehen? Hilfe! Naja, gut, wir kommen bis jetzt auch ohne Bogen eigentlich relativ gut voran. Von daher, jetzt muss ich eben nur diese Stelle finden. Wo hatten wir die denn? Oh, Moment, so ein Ding, jetzt war das. So ein Fluggerät. Hier ist aber auch gar nichts. Doch, eine Münze. Okay, ein Stein. Also hier war es irgendwie nicht, weil hier kommen wir in dem Sinne nicht weiter. Sehe ich das richtig? Hier hat nur die Kiste, hier komme ich nicht hoch. Ja, am Schluss hänge ich da hinten fest. Ich sehe es kommen. Bringt mir auch nicht viel, okay, aber ist schön geflogen. Die Flugkurve hat mir gefallen. So, geht hier überhaupt nicht weiter? Ich gucke gerade mal auf die Map. Wo war das denn? Naja gut, wir werden es finden. Wir haben ja keine Eile, mein Gott. Der Weg ist das Ziel. Das Spiel macht so viel Spaß, also mir zumindest. Dass das eigentlich egal ist, wenn es hier ein bisschen dauert. Ja, okay, hier runter geht's. Genau. So, Flugattacke. Einmal mit Springen gleich mal killen den guten Kollegen. Da oben ist so eine Kiste. Die habe ich gemeint. Aber nicht die Kiste, sondern die Art von Kiste. Ah, Flugdingens. Na, come on. Ah, nicht uns angreifen. Nein, 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 nein. Gehst du weg. Tja, blödes Ding. So, hier nochmal. Oh, da ist nochmal so ein Teil. Oh, und das ist schon. Das ist dann doch eher ungut. Halt, Herz. Dankeschön. So, na, nicht davonrennen. Das ist irgendwie lästig. Ja, das mit den Kisten haben wir gelöst. Das sieht man ja da schon, dass die Kisten eben richtig stehen. Wir gehen mal kurz speichern hier oben. So, gehen hier runter. War das irgendwie, wenn ich hier nach hinten gehe? Das kann natürlich auch sein. Wenn ich jetzt noch wüsste... Ja, genau, guck mal, da ist die Kiste. Wenn ich das jetzt nach vorne schieb... Moment, das muss man auch nicht in die Luft jagen. Kann ich das resetten? Ich möchte jetzt hier nicht rumüben. mit der Bombe wird's gehen. Ich frage mich gerade, ob wir das nicht nach vorne schieben können. Und dann nochmal eins, dann kommen wir doch eigentlich auch rein. Ich versuch's mal mit Schieben. Ach nee, die kann ich gar nicht schieben. Ja, dann gibt's ein Bömpchen. In dem Fall... So, also das hätte geklappt. Und dann ist doch hier ein Loch und hier waren wir noch nicht drin. Dann müsste es doch hier weitergehen. Also ich glaube, der Gedanke, den ich da bei der Kaffeemaschine hatte, der war gar nicht mal so verkehrt. Oh, komm, komm, komm. Oh. Ah, wie doof. Ich wollte doch nicht mich selber in die Luft jagen. Ah, und nochmal doof. Das war ja Schaden, die Bomben. Aber okay. Dann machen wir das mal. Zack, so. Ich glaube, wir müssen ihn sozusagen erst locken. Kommst du jetzt? Dann hätte ich nochmal eine Bombe. Jawohl. So, und weg ist er. Der Kollege. Da kommen wir her. Da könnten wir noch hoch. Moment. Ne, das ist, wo wir herkommen. Da geht es wieder durchs Tor da hinten. Das können wir uns definitiv schenken. Das brauchen wir nicht. Aber hier haben wir nochmal was. Und da haben wir eine schöne Kiste. Die werden wir uns natürlich auch gleich fröhlich zu Gemüte führen. Was haben wir denn Schönes drin? Wahrscheinlich Schlüssel oder so. Ne, Geld. 25 Münzen. Auch gut. Können wir natürlich auch gebrauchen. Jetzt geht es hier aber irgendwie nicht weiter. Kann das sein? Dann war das doch noch nicht wirklich die ultimative Lösung. Weil hier... Oder waren wir hier schon drin? Ne, hier komme ich gar nicht weiter. Aha, da hänge ich fest. Also da kamen wir raus. Da müssen wir wohl hier runter. Das ist aber eher doof, weil von da kommen wir doch. Oder komme ich hier auf eine andere Ebene? Auf irgendeine Art und Weise? Also da hat auch wieder viel gebracht. Oh, Bombe. Okay, die holen wir uns dann doch mal. So, wir können ja wieder zurück. Wir haben das Loch ja jetzt sozusagen freigeschaufelt. Oder war ich hier oben noch nicht? Ich guck mal nochmal in Ruhe. Ah, nicht doch, nicht so Sachen machen, Kollege. Ein Bämpchen, wunderbar. Da kommt wieder die Luftwaffe. Zack, und er fuchtelt wie ein Wilder. Waren wir hier schon? Keine Ahnung, wir gucken. Sonst, also das mit dem Loch war sicherlich nicht so falsch. Doch, hier waren wir doch irgendwie schon. Aha, aha, das ist... Oh, der spawnt da immer. Wenn man den mit einem Schlag erwischt, ist er kein Problem. Ansonsten kann er zum Problem werden. Da kann ich nichts machen. Hier kommen wir immer noch nicht hoch. Jetzt dachte ich doch tatsächlich, dass eigentlich dieses Loch da hinten mit der Kiste irgendwie die Lösung ist. Aber irgendwie, da fehlt noch was. Oder ich laufe falsch. Das kann natürlich auch sein. Sitzen. Oh Gott, das wollte ich nicht. Moment, ganz langsam. Nicht hier runterfallen. So, Blümchen. Ah, gut. Ah, doch, in den Blümchen ist tatsächlich da auch teilweise was drin. Das ist erstaunlich. Was haben wir hier noch? Ja, brauchen wir nicht. Zumindest im Moment nicht. Aha.
Herz von Pirta. Okay, jetzt, ich frage mich gerade, hey, waren wir hier schon? Ich weiß es nicht, zum ruhelosen Hain. Nee, da sind wir doch durchgegangen. Jetzt kommen wir eigentlich wieder zum Schiff zurück. Sehe ich das richtig? Ich höre das Wasser schon blubbern. Was haben wir denn hier noch Schönes? Da müsste ich schwimmen. Überleben wir das? Und dann komme ich da hinten nicht hoch. Haben wir gerade gespeichert? Oder hier irgendwo ein Speicherdingens? Das war, nee, haben wir nicht. Schade eigentlich. Gut, aber hier unten ist eigentlich Kollege Schiffchen. Sehe ich das richtig? Ja, das erkenne ich schon an den Töpfen. Gut, nee, bringt nichts. Mal hier lang düsen. Also irgendwo habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich auf dieser Insel weitergeht. Die Frage ist nie, wie und wo. Weil da hinten komme ich nicht rüber. Nicht mit irgendwie ohne, also nicht mit ohne Stiefel. Und die fehlen uns ja noch. Dafür brauchen wir tatsächlich wahrscheinlich diese Blutsteine. Da stand auch noch in den Kommentaren, bist du sicher, dass es 1000 waren? Also ich dachte eben, ich habe gelesen, dass wir 1000 brauchen. 1000 Blutsteine. Und das ist schon wahr. Das sind natürlich extrem viele. Das denke ich eben auch. Aber gut. Wir können nicht viel mehr machen, als einfach mal weiterspielen und gucken. Sag mal, verpasse ich irgendwo eine Treppe oder so, dass wir da nicht, dass wir da irgendwo hoch müssen? Wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich irgendwie nicht wirklich viel Schlaues von wegen, dass es da lang gehen würde. Oder komme ich hier? Oh, hier oben Luftwaffe ist nicht ideal. So, weil da können wir natürlich runterfallen. Oder sollen wir das vielleicht? Wir gehen erstmal weiter. So, cool wäre noch, wenn man bei einer Map irgendwie sehen würde, wo man schon war. Wäre natürlich ein bisschen einfacher, aber ich habe eigentlich nichts dagegen. Wenn man beim Spiel auch dann mal noch weiterkommt. Jetzt sind wir wieder hier hinten. Und hier hinten ist eigentlich außer Gefahr wirklich nichts. Okay, einmal außen rum. Geht nicht. Beziehungsweise hatten wir schon. Oh, genau, das baut ja dieses Teil. Komme ich nicht hoch. Zack, schnapp. Und zack, zurück. Ich werde jetzt trotzdem nicht absolut jedes Gebüsch hier umkrempeln. Also sagen wir mal so, ich werde nicht wieder umdrehen, um das zu machen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu mühselig, weil es hat mehr als genug Gebüsche. Also das müsste eigentlich auch ohne gehen. Okay, da oben. Bin ich hier vielleicht irgendwie falsch gelaufen? Wir schauen nochmal schnell. Das ist eigentlich eine Treppe. Ah, die haben wir aber auch schon genutzt. Also das ist nicht so, dass wir die nicht hätten. Vielleicht irgendwo ein Loch in der Wand, beziehungsweise dass wir was reinsprengen müssen. Das kann natürlich auch sein. Hier oben. Ja, da komme ich einfach außen rum, falls ich das mit den Kisten hier eben nicht löse oder nicht lösen will oder mir die Zeit fehlt oder ich nicht auf die Idee komme, wie es geht. Das ist auch soweit klar. Machen wir die mal weg. So, und hier hinten waren wir definitiv noch nicht. Aha, die Kiste muss man verschieben. Okay, naja gut. Ja, gehen wir aber erstmal speichern. Einmal Dankeschön. Aber hier geht's rein. Und hier waren wir eigentlich noch nicht drin. Dann mal frohen Mutes. Ab in die Höhle. Also ich glaube, wir waren hier noch nicht. Was ich in dem Spiel eins glaube. Heiliges bisschen. Wir nehmen dich mal mit. Ich höre es doch schon wieder. Oh, daneben. Ah, ah. So, erwischt. Ist hier hinten noch was? Oder warum kann man nach hier hinten? Weil hier noch so Teile sind, wo nichts drin ist. Gibt aber auch irgendwelche Punkte, habe ich gerade gesehen. Ah, da haben wir wieder die Mäuschen. Komm doch her. Put, put, put. Sagt man bei Mäusen put, put, put? Nein. Wäre mir neu. So, hier noch kurz aufräumen. Hier geht es eh noch nach hinten. Boah, hat auch wieder ganz viel gebracht. Ein Hebel. Aha, ich habe keine Ahnung, was der macht, aber irgendwas wird er öffnen, nehme ich mal an. Okay, passiert irgendwie nichts. Oder waren wir hier schon und ich habe das schon geöffnet? Hm. Naja, wir gehen mal weiter. Ja, okay, ich glaube, jetzt habe ich es wieder demoliert. Aber dann waren wir doch da hinten auch schon. Ja, das ist ein bisschen doof, wenn man irgendwie so Spiele hat. Also wenn man einfach viele Spiele durcheinander irgendwie spielt. Und, ah, ja eben. Weil man verliert immer wieder ein bisschen den Faden, das ist ganz klar. Das ist ein Spiel, das hätte ich jetzt zum Beispiel früher in einem Zug durchgesuchtet, ganz klar. Aber halt nicht, wenn man noch andere Spiele auf dem Kanal hat. Also das soll bitte nicht falsch verstehen. Absolut kein Gejammer sein. Macht ja Spaß, sonst würde ich es auch nicht machen. Das ist ein bisschen die Erklärung, warum teilweise ich erstmal wieder reinkommen muss. Ach genau, hier sind wir stehen geblieben. Hier sind wir nicht weitergekommen, genau. Und dann habe ich irgendwie gesagt, jetzt gehen wir zurück auf die andere Insel. Weil ich hier nicht wirklich schieben kann. Aber wisst ihr, was ich hier natürlich auch machen kann? Genau, ihr ahnt es. Einfach mal eine Bombe rein. Oh, oh ja, perfekt. Ich sollte die vielleicht noch schmeißen.
Pizza. Bringt das was? Naja, mäßig. Kann ich dich vielleicht so kaputt machen, früher oder später? Oder muss ich da tatsächlich nochmal eine Bombe opfern? Wir opfern nochmal. Das war aber auch eher Käse. Wie komme ich denn hier? Also ich glaube, die Idee ist tatsächlich, dass wir die Kisten kaputt machen. Ah, ich kann sie ja hier hinlegen. Das ist natürlich die einfachste Idee. So, dann kommen wir nämlich an die andere Kiste daran. Zieh mal an. Es geht doch. Gut, was müssen wir mit der Kiste machen? Ja, einfach gerade ausschieben, dann können wir rüberlaufen. Nein, schieben. Genau. Aha, okay. Also jetzt sind wir tatsächlich irgendwo, wo wir noch nicht waren. Definitiv. Ruheloser Hain. Okay, das ist wahrscheinlich die Ebene darüber oder irgendwie so. Oh, Moment. Oh, ein Knochendingens. Ein Knochengerüst. Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Das ist doch schon mal schön. Oh, wer schießt denn da? Ich sehe es nicht. Ach, das ist eine Falle hier vorn. Kein Wunder, sehe ich es nicht. Kann ich Fallen kaputt machen irgendwie? Ja, vielleicht mit einer Bombe. Auf der anderen Seite auch. Ach nee, guck an. Da muss ich mit Tempo rüber. So, das hat geklappt. Hier sonst noch was. Da oben ist das Schloss. Dafür haben wir wahrscheinlich den Schlüssel bekommen. Würde ich doch mal tippen. Und dann geht's da hinten rein. Sieht ein bisschen nach Arena aus. Oh, tatsächlich. Oh lala, gibt's hier einen Speicherknopf? Wenn wir uns jetzt hier in der Arena begeben, würde ich ja nicht ganz gerne irgendwie noch einen Speicherknopf haben. Uiuiui. Trespassers will be punished. Ah, schnell weg. Na, das hat doch schon mal funktioniert. So, einmal hauen. Ich muss dran denken, dass ich ja eben auch noch im Prinzip meinen Schutz hier habe. Oh, noch ein Herz. Ah, geh weg. Nee, wo schmeiße ich das Ding denn hin? Ach, ich und... Oh, okay. Ein Versuch war es wert, aber das war dann nichts. Müssen wir den hier nochmal kurz... Wir sollten da mit mehr Herzen reingehen. Alles andere ist natürlich Käse. Oh, wir scheitern schon an dem hier. So, gib ein Herzchen, weil den Schlüssel haben wir schon. Jawohl, sehr nett. Dann gehen wir mit zwei Herzen rein. Das ist allerdings immer noch beileibe zu wenig. Aber ist natürlich auch kein Wunder, wenn man die Bomben so doof rumschmeißt. Wir haben noch drei Stück. Spawn die nicht wieder mit. These are sacred grounds. Trespassers will be punished. Jawohl. Ah, hat uns, glaube ich, auch noch erwischt. Ich muss ein bisschen besser auf meine Deckung achten. Weg, immer wieder ein bisschen wegbewegen. Daneben. Ah, ich habe doch die Deckung gedrückt. Komm on, Kollege. Oh, ich habe die Deckung gedrückt. Gleich sind wir wieder hinüber. So, wie viel hast du noch? Ich würde mal sagen... Jawohl, das machen wir nochmal so. Oh, lauf. Ein Herzchen. Puh, das kommt genau zur rechten Zeit. Ein Herzchen zur rechten Zeit. Das ist natürlich schon schön. Oh, da fehlt nicht mehr viel. Jawohl, und weg ist er, der Kollege. Ja, noch ein Herz haben wir. Huiuiui. Rückst du auch noch was raus? Herzchen oder so? Wir haben ja noch Büsche. Was passiert jetzt? Fragen über Fragen. Jawohl, Herzchen. Sehr schön. Gleich nochmal eins, bitteschön. Wir müssen hier wieder raufkommen, weil ich weiß nicht, wer uns da sonst noch erwartet. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Da möchte ich nicht runter, sonst kommen wir nicht mehr hoch. Ich denke, wir müssen hier rauf. Dann machen wir das natürlich auch mal entsprechend. So, alles kaputt machen. Oh, noch eine Arena. Noch irgend so ein Monsterteil. Wir gehen mal gucken. So, hier war nochmal ein Herzchen. Sehr schön. Können wir wirklich gut gebrauchen. Ganz einfach, weil ich natürlich nicht weiß, was uns da hinten erwartet. Da denke ich mal, kann es nicht schaden, wenn man vorher noch ein bisschen guckt. Jetzt haben wir drei Herzchen, okay. Wir gehen mal schauen. Große Tür. Aha, geht nicht auf, okay. Dann müssen wir hier noch was tun. Da ist noch eine Treppe. Okay. Eieiei, was ist das denn für ein Weg? Na, ist ja interessant, okay. Und da oben ist der Hebel, alles klar. Jawohl, und dann geht das Verlies auf oder was auch immer das sein soll. Da kann ich eigentlich runterspringen, das ist Schnuppe. Mal gucken, was jetzt hier drinne ist. Wir werden es gleich wissen. Waldschrein, außen. Ja, auch hier natürlich erstmal alles kaputt machen. Kann man hier speichern? Fände ich relativ cool, wenn wir das irgendwie noch könnten.
Sehe gerade nichts von wegen Speichern, aber das werden wir rausfinden. Halt, ich habe noch zwei Gebüsche übersehen, wenn wir schon auf der Suche sind nach Herdchen und Co. Sollte man das natürlich nicht auslassen. Ah, ein bisschen zu nah dran gewesen. Schade, aber die sind ja auch nicht so gefährlich. Dann funktioniert das. Was ist das hier? Eieieiei. Wie kriege ich dich klein? Oder bist du ein Kollege? Nicht wirklich. Eieiei. Macht viel Schaden, das Teil. Ich glaube, ich versuche es mal mit Tempo. So, hier rüber, da unten ist irgendwie noch eine Tafel, also irgendwie da runter müssen wir auch noch. Jawohl, Herzchen, sehr schön. Was machst du? Willkommen am Waldschrein. Pfad zur Halle des Emblems geradeaus. Okay, werden wir machen. Was ist hier oben noch Schönes? Ist relativ weitläufig das Ganze, da kommen wir auch noch runter. So, ich frage mich gerade, irgendwas höre ich gerade brummen. Brummt es jetzt wieder irgendwie... Oh, in der Wohnung oder brummt es im Spiel? Mal gucken. Jetzt hat es aufgehört zu brummen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Na? So, fertig. Knochengerüst. Okay. Aha, hier brauchen wir wieder irgendwie einen Hebel oder etwas. Sonst kommen wir da nicht lang. Beziehungsweise... Nee, das geht wahrscheinlich sogar so. Genau. Und dann kommen wir hier rauf. Hier sind noch Münzen. Da muss ich allerdings aufpassen, dass ich nicht in die Stacheln reinlatsche. Ich lasse das mal. Wegen den Münzen gehe ich jetzt hier kein großes Risiko mehr ein. Oh, da oben ist das andere Teil wieder. Schnell weg, das ist mir dann doch zu gefährlich. Ich weiß nicht, wie ich das klein kriege. Vielleicht mit dem Zauber, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber dann müsste ich das Teil noch treffen. Das wäre dann noch eine Idee. Oh ja, okay. Dann machen wir die hier auch noch. Da ist doch immer schön was drin. So, hier haben wir eine Tür. Dann gehen wir mal hier rauf. Hier waren wir noch nicht. Da komme ich aber auch nicht weiter, so wie es aussieht. Herzchen. Dankeschön. Jetzt haben wir die Herzchen wieder voll. Okay, da kommen wir nicht weiter. Aber runter konnten wir noch. Da hinten. Weil wenn es hier nicht weitergeht, oder habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nur, wenn wir jetzt hier runtergehen, dass wir... Oh, da ist das andere Teil wieder. Ach, ich komme hier gar nicht runter. Da auch nicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich komme da nicht runter. Oh je, oh je, oh je. So, schnell weg, schnell weg. Das ist ein relativ lästiges Tier. Ich sehe auch nicht, dass der irgendwo eine Anzeige hätte. Von wegen, dass er ein bisschen runter geht, wenn wir ihn treffen. Von daher relativ schwierig. Ja, komme ich nicht runter. Geht nicht. Da muss ich tatsächlich einen anderen Weg finden. Ach, hier vielleicht. Ja, tatsächlich. Haben wir einen Schlüssel? Nein. Oh je. Komme ich wieder rauf? Moment. Den hier hätte ich gerne. Na, hat das geklappt? Jetzt sehe ich zumindest eine Anzeige. Ah, und er ist nicht mehr in dem Sinn geschützt. Ja, okay. Das war doch gar nicht so schlecht mit dem Zauber. Wo ist hier ein Schlüssel? Ne, geht nicht. Da brauchen wir irgendwie einen Schlüssel. Das habe ich da ja, schon rausgefunden. Okay. Die Frage ist, wo der ist. Oder komme ich hier vielleicht doch irgendwie runter? Nein. Das heißt, hier oben muss irgendwo in dem Bereich, wo wir lang können, irgendwo noch ein Schlüssel sein. Hier komme ich nicht rauf. Hier komme ich nicht rauf. Muss dann ergo hier hinten irgendwo sein. Da, wo wir eigentlich schon waren. Wir müssen uns das mal ein bisschen genauer ansehen. Da ist nochmal eine Tür. Hier kommen wir nicht weiter. Da könnte ich noch runter vielleicht. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Wäre dann schon eher nach hier hinten. Da geht es noch ganz runter. Oh, schon wieder so ein Teil. So, gut zielen. Und dann hier gleich mal nachschlagen. Ja, keine Lust mehr. Schade, von denen gibt es mehrere. Das ist natürlich nicht so ideal. Aha, und du tauchst auch immer wieder auf, so wie es aussieht. So, klangelang. Und weg ist er. Habt ihr hier irgendwo so ein Speicherteil gesehen? Ich nicht. Da bin ich dran vorbeigelaufen. Tja, macht, dass er wegkommt. Zweimal Dingens. Sehr gut. Oh, eine Kiste. Halt.
Ah, ein einfacher Schlüssel. Das ist genau, was ich eigentlich gebraucht habe. Da hinten könnte man sicher mit Pfeil und Bogen noch was machen. Aber dann müsste mir mal jemand sagen, wo wir Pfeil und Bogen haben. Haben wir den tatsächlich? Ich weiß noch nicht wo. Muss ich mal gucken, wie man das einstellt. Weil irgendwie, wie gesagt, aha, hier kann ich schwimmen. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass man Pfeil und Bogen eben gelevelt kriegt, aber Pfeil und Bogen selber noch gar nicht hat. Hier geht's nicht weiter. Ja, auch nicht. Ich muss auch passen beim Schwimmen. Nicht, dass wir irgendwie verletzt werden oder gar sterben. Das muss nicht sein. Nee. So, da ist nichts. Und da hinten waren wir. Wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir kommen hier hinten voran. Jetzt muss ich aber sagen, ich müsste jetzt mal noch so einen Knopf haben, wo ich abspeichern kann. Sonst wird das hier ein bisschen doof. Weil die Folge ist eigentlich rum. Da oben ist schon wieder das Teil. Wir können mal gucken, ob wir zumindest zur Tür kommen. Vielleicht ist dahinter dann irgendwie so ein Teil. Halt, hier runter war die Idee. Einmal diesen und dann mal gucken. Jetzt müssen wir doch hier reinkommen. Und das kommen wir nämlich auch. Vielleicht ist dahinter irgendwo so ein Speicherpunkt. Erstmal lesen. In einer grünen Truhe liegt ein spezieller Schlüssel. Er verfügt über immense Macht und öffnet Türen, die du nicht erreichen kannst. Alles klar. Das wäre dann wahrscheinlich hier drin. Hier müsste doch irgendwo ein Speicherpunkt sein. Come on. Vögelchen. Aha, so ein Teil. Da müssen wir mit Speed rüber oder wir müssen das irgendwie anders lösen. So, cool, den Vogel erledigt mit einem fliegenden Dingens. Aha, da haben wir sogar noch was gewonnen, weil wir einen Gegner mit einem Krug erlegt haben. Ja, ich versuche das mal mit Speed, weil wir haben keine Kisten. Dann müsste das doch eigentlich mit Speed gehen. Na? Ja. Oh, geht's hier runter? Geht auch. Mit Speed wollte ich gerade sagen. Hier ist aber echt weit und breit nichts, wo man speichern könnte. Das ist ein bisschen Let's Player unfreundlich, das Ganze. Da oben ist ein Hebel, das ist schön. Ich gehe mal nochmal gucken. Oh, ich glaube, da oben ist so ein Teil. Kann das sein? Nee, doch nicht. Schade. Wäre angenehm gewesen. Machen wir mal den Hebel rum. Aha. Ah, da kommt hier Wasser. Okay. Ui, dann wird das Ganze zu einem Schwimmbad. Okay. Das heißt, wir kommen. Ach so, dann komme ich da rauf. Alles klar. Das heißt, ich muss das nochmal machen. Da muss ich aber relativ schnell reagieren. Ich glaube, das gibt eine Folge mit Überlänge. Ihr seht aber auch warum, weil wenn ich jetzt aufhöre, ja, dann werden wir irgendwo weit, weit draußen wieder spawnen. Das kann es irgendwie nicht sein. Oh, hier ist noch so ein Teil im Weg und eine Kiste. Wie kriege ich das denn weg? Ach, ich kann natürlich mit Schwimmen auch hier rein. Nee, kann ich nicht. Ich kann hier hinten rein. Herzchen. Da komme ich da aber nicht rüber. Warum komme ich denn da nicht rein? Nee, geht nicht. Komme ich sonst irgendwo lang? Wenn wir jetzt schon Wasser haben. Kannst du schneller schwimmen? Nein. Ach, ich komme hier noch raus. Okay. Das werden wir natürlich entsprechend ausnutzen. Noch ein Hebel. Aha, okay, dann kommen wir da zur Kiste. Das möchte ich dann natürlich doch noch mitnehmen. So, wenigstens kann man in Ruhe schwimmen, ohne dass irgendwas Böses irgendwo lauert. Das ist ja schon mal beruhigend. Wahrscheinlich kann ich dann irgendwie von da oben runter oder irgendwie so. Nee, geht doch nicht. Was ist hier drin? Schlüssel? Jawohl, du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Ändert aber nichts dran, dass ich hier nicht langkomme. Vielleicht kommt man dann von der anderen Seite ran. Ich denke mal, der Schlüssel, der ist relativ klar, wo der hingehört. Hier hinten ist eine Tür. Ich versuche es nochmal, aber wenn wir da reingehen, irgendwo speichern können. Mal gucken. Waldschrein, Tunnel, Spiel gespeichert. Ach, guck mal, jetzt hat es automatisch gespeichert. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Ja, dann geht das hier an dieser Stelle hoffentlich in der nächsten Folge weiter. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.